Dir, you blöd, nu! Ja, Mann. Herzlich willkommen, gute Freunde, Investoren, Newcomer. Was ist bei Bitcoin passiert? Wir sind auf die 53.000er Marke gegangen, halten uns bei der 54.000er Marke auf, so wie ich es euch gezeigt habe, wenn die ABC-Korrektur bei der vierten Elliott Wave aufgehen sollte, wo wir hingehen. Jetzt müssen diese Bereiche nur noch halten. Dazu habe ich einen Twitter-Post rausgebracht, das gucken wir uns auch gleich an. Warum ist es passiert, meine Lieben? Die meisten haben jetzt Angst, der Fear and Greed Index geht in den Keller. Viele verkaufen im Minus, sie haben es wieder geschafft. Sie haben es wieder geschafft, durch Angstgemache den Investor wieder raus aus diesem Markt zu bringen. Schaut es euch an, wie die Altcoins letztendlich komplett verbluten. Jeder, der noch etwas Cash beiseite hat, hat doch genau hier drauf gewartet. Wie oft habe ich das gehört? Oh, Bitcoin soll wieder fallen, die Altcoins sollen wieder so tiefe Preise haben. Was passiert stattdessen? Man hat Angst und verkauft im Minus, statt nachzukaufen. Das ist leider die Mentalität, wie man in diesem Game verlieren wird. Bevor wir aber bei diesem Video eintauchen, vergiss nicht, auf diesen Like-Button zu drücken. Lasst uns die 4000er Like-Marke komplett brechen heute. Und haut bitte bei der Comment-Section, wenn ihr kommentiert, ein Hashtag Bitcoin ohne Leerzeile rein. Und für alle Anfänger, die den Dip einkaufen möchten, geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda. Kauft hier EU-reguliert und BaFin-lizenziert ein. Mit einer Sicherheit, die auch von Banken Vertrauen gewonnen hat. Und ihr habt hier über 400 der neuesten und modernsten Kryptowährungen, die ihr einkaufen könnt, ohne Einzahlungs- oder Auszahlungsgebühren. Und das Ganze schon ab einem Euro tradebar, mit den verschiedensten Angeboten, wie ihr sehen könnt. Und bis nächsten Samstag verlosen wir im Gesamtwert von 10.000 Euro. 10-mal unser Coaching, meine Lieben. Wer teilnehmen möchte, geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda und kommentiert unter unseren Videos. Sie haben es geschafft, der Fear and Greed Index ist richtig steil nach unten gegangen. 29, wir befinden uns bei 29, meine Lieben. Das letzte Mal, als wir beim Fear and Greed Index so tief waren, haben wir danach einen wunderschönen, starken Ausbruch bei Bitcoin erlebt. Das kann man natürlich jetzt nicht sofort erwarten. Das kann ein paar Tage dauern. Wir müssen erstmal sehen, dass sich die Preisbereiche, wo wir uns jetzt befinden, erstmal als Support dienen. Aber das ist ein extrem positives Zeichen. Ich sehe das und bin super tiefenentspannt, weil ich ganz genau weiß, was meistens hiernach folgt. Die meisten aber lassen die Emotionen einfach zu nah, lassen die Emotionen einfach komplett aufkochen und aufblühen und reagieren nach ihrer Angst, statt letztendlich, wie es Warren Buffett schon gesagt hat, einzukaufen, beziehungsweise, ich meine, das war einer der Rothschilds, ne, Baron Rothschild war das, glaube ich, dass man einkaufen soll, wenn es Blut auf den Straßen gibt. Das hier ist natürlich einer der Gründe, warum die meisten jetzt in Panik angefangen haben zu verkaufen. Mt. Gox zahlt die Bitcoin und die Bitcoin Cash der Kunden wieder zurück. Sie haben 47.228 Bitcoin bewegt. Man weiß noch nicht, ob das alles ist. Ich habe euch gezeigt gehabt, theoretisch könnten es noch bis zu 140.000 Bitcoin sein. Warten wir mal ab, ob es das jetzt alles gewesen ist oder ob mehr Bitcoins letztendlich den Kunden zurückgegeben werden und diese natürlich einen Teil verkaufen können und einen etwas höheren Verkaufsdruck produzieren können. Auf der anderen Seite verkauft das BKA, also die deutsche Regierung, weiter die Bitcoins. Das produziert natürlich auch einen kleinen Verkaufsdruck. Von ihren 50.000 Bitcoin haben sie ungefähr schon etwas mehr als 5.000 verkauft. Das heißt, dass sie in den nächsten Wochen weitere 5.000 verkaufen werden. Also sie hauen hier die 50.000 nicht auf einmal raus. Sie verkaufen das in kleinen Chunks. Das beeinflusst den Preis natürlich nicht so, wie wenn sie es sofort verkaufen würden, in einem Verkauf mit 50.000, das würde den Preis schon etwas stärker bewegen, aber ich denke mal, sobald die Wale wieder aufdrehen, wird das kaum einen Unterschied machen. Das hier habe ich vor ein paar Minuten getwittert, dass ich der Meinung bin, dass letztendlich genau das aufgegangen ist, dass die Elliott Wave mit der ABC-Korrektur von der dritten bis zur vierten Wave auf die 54.000er Marke gehen kann. Dieser muss jetzt natürlich nur noch halten. Worst Case Target Nummer 1 habe ich geschrieben, 53.000 bis 50.000. Die 53.000er Marke haben wir jetzt schon angetestet. Worst Case Target 2 ist zwischen der 50.000 und der 47.000. Dabei muss ich aber sagen, das muss ein schneller Wick nach unten und wieder nach oben sein. Wir sollten uns nicht längerfristig unterhalb der 50.000er Marke aufhalten.
Und ich habe auch geschrieben, diese Korrektur ist schon bald vorbei. Das Schlimmste ist bald durchstanden, meine Lieben. Und Mt. Gox und die BKA werden Bitcoin auch nicht aufhalten. Und wie wir hier sehen können, hat Ripple letztendlich das Urteil bei Binance, des Bundesgerichtshofs letztendlich, mit reingenommen in ihren abschließenden Dokumenten, die sie beim Gericht eingereicht haben. Ihr wisst, was ich euch gesagt habe. Der BUSD-Token, also der Stablecoin, ist kein Security, hat der Bundesrichter gesagt im Binance-Fall. Er hat gesagt, dass die Kryptowährungen, die in den Exchanges verkauft werden, im Secondary Market, keine Wertpapiere sind. Und er hat auch gesagt, dass der BNB-Token kein Wertpapier ist, der letztendlich auch wie der BUSD-Token von Binance herausgegeben wird, ähnlich wie XRP von Ripple herausgegeben wird. Und letztendlich ist das hier die Guillotine für die SEC. Wollen wir mal abwarten und sehen, das würde natürlich hier auch perfekt zusammenpassen, sollte Bitcoin jetzt die Bestätigung finden, dass es die vierte Welle war und jetzt letztendlich Support findet und anfängt loszugehen, die Ripple-Klage schon bald durch sein sollte. Das könnte natürlich für einen wunderschönen Katalysteffekt sorgen. Warten wir mal ab. Oder wird das wieder ein Rohrkrepierer wie beim letzten Bullrun? Marty Party zeigt uns hier auf. Schaut euch das mal an. Seit dem FTX-Crash hier haben wir die stärkste Liquidation gesehen. Und das ist ein positives Zeichen, meine Lieben. Denn der FTX-Crash hat letztendlich den Bärenmarkt-Tiefpunkt signalisiert gehabt. Wir haben kurz danach den Tiefpunkt gesetzt und haben angefangen, nach oben zu gehen. Jetzt befinden wir uns inmitten eines Bullruns. Und das ist ein extrem starkes Zeichen, dass wir in Bereichen lokaler Tiefpunktbildungen sind. Und wenn wir uns die Liquidationsbereiche im 24-Stunden-Chart angucken, dann sehen wir, hier unten ist wirklich nicht mehr viel abzuholen. Bis zu 51.000er Marke, ja, gibt es ein, zwei Millionchen hier abzuholen. Das ist aber kein wirklich starker Bereich. Das sind keine starken Liquidationen, die hier noch vom Market Maker letztendlich als attraktiv angesehen werden können. Vielleicht kommt ein kleiner Drop noch, vielleicht gibt es noch Verkaufsdruck. Ich habe euch gesagt gehabt, wo meine Target 1 und Target 2 bei dem Worst Case sind. Aber wir sehen hier oben eindeutig weitere neongelbe Bereiche aufpoppen bei der 58.000er Marke und etwas darüber bis zur 60.000er Marke. Ja, Shorter fangen wieder an, den Markt zu shorten. Die glauben, Bitcoin wird weiterfallen. Und das ist sehr, sehr gefährlich für die Shorter, meines Erachtens nach. Sie vergessen, dass wir uns in einem übergeordneten Uptrend befinden und in diesem übergeordneten Uptrend einen kleinen Downtrend erleben. Das ist wirklich gefährlich, was Shorter hier versuchen. Wechseln wir zum Monatschart. Sieht das Ganze wesentlich dramatischer aus. Überlegt euch das mal. Im Monatschart, also aus einer Monatsperspektive, nicht aus der 24-Stunden-Perspektive wie eben gerade, sehen wir hier eindeutig überhalb der 65.000er Marke. Starke Liquidationsbereiche in Neongelb. Wir sehen hier oberhalb der 68.000er Marke. Starke Liquidation der Shorts. Wir sehen hier oberhalb der 70.000er Marke. Starke Short-Liquidationsbereiche. Und zu guter Letzt auch hier auf dem Weg zur 73.000er Marke. Extrem starke Liquidationsbereiche. Das zeigt uns eindeutig, dass einige stark short gegangen sind, nach unten hin bis zu 50.000er Marke, wie wir sehen können, ist hier nicht mehr viel abzuholen, meine Lieben. Und schaut mal, was wir gemacht haben. Wir haben die 233er Fibonacci EMA Ribbon nach unten gebrochen. Bitcoin geht wieder etwas hoch auf die 55.000er Marke. Wir haben hier aus Sicht der Wyckoff Accumulation den Spring letztendlich gesetzt. Wir sind hier in der Spring-Phase, ähnlich so wie wir es auch hier gemacht haben. Ich nehme die einmal wieder kurz raus, damit das etwas ersichtlicher wird. So, auch hier waren wir in der Wyckoff-Accumulation-Phase. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier die verschiedensten Bereiche angetestet, haben wir den Spring gehabt und sind dann schrittweise hoch und zum Bullrun-Top. Das hier war letztendlich die Spring-Phase. Oftmals ist das so, nicht immer, aber oftmals bei der Wyckoff Accumulation markiert die Spring-Phase den Tiefpunkt eines Akkumulationsbereiches, der Handelsspanne, die man letztendlich gebildet hat. Das könnte man als die Handelsspanne sehen, in der wir uns befinden. Und der Spring, wie gesagt, nicht immer, aber sehr, sehr oft markiert der Spring den tiefsten Bereich in dieser Akkumulationsphase. Darum habe ich auch bei dem Twitter-Post geschrieben, das Schwerste haben wir höchstwahrscheinlich hinter uns, meine Lieben. Seid gespannt und warten wir mal ab, in welche Richtung das gehen wird.
Ich habe hier diesen Balken gesetzt gehabt, wo ich erwartet habe, wo die Preise letztendlich hingehen werden. Das war für mich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt auf die zwischen der 53.000 oder 56.000er Marke landen. Wie gesagt, Worst Case Target, wie ich gesagt habe, kann noch zwischen 53 bis 50 gehen oder bis runter zur 47.000er Marke. Also hier, das wäre absoluter Worst Case, da müssten wir wirklich nur leicht runter dippen und wieder hoch. Und vielleicht werde ich jetzt übers Wochenende euch zeigen, warum ich der Meinung bin, dass wir hier zwischen dem 20. Juli und dem 15. August den Bullrun weiter fortsetzen werden. Und dass das hier wahrscheinlich schon der Tiefpunkt gewesen ist. Wie gesagt, Worst Case können wir nochmal leicht runtersacken. Ich gehe aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aus, dass diese Bereiche jetzt halten werden. Man kann sich nie zu 100% sicher sein. Ich, wie gesagt, gehe von diesen zwei Worst Case Targets nochmal aus, wenn diese Strukturen nicht halten sollten. Aber, wie gesagt, ich bin der Meinung, sollten Strukturen hier jetzt halten, war das wahrscheinlich schon bei der Elliott Wave, die vierte Wave, die wir hier markiert haben. Und sollten uns jetzt langsam in Richtung fünfte Wave bewegen. Das werden wir aber erst in den kommenden Wochen sehen. Wenn wir zwischen diesen beiden Balken gelandet sind, laut Historie, sollte die fünfte Welle langsam beginnen. In diesem Sinne, bleibt entspannt, bleibt ruhig, meine Lieben. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Ihr seid keine Daytrader. Darum macht euch keine Sorgen, dass die Altcoins stark gefallen sind. Dass ihr fast wieder in den Bereichen seid, wo ihr eingekauft habt. Das ist okay. Das ist nicht schlimm. Ihr werdet nicht liquidiert oder sonst irgendwas. Warum schiebt ihr dann immer so eine Panik? Hättet ihr all eure Positionen mit einem, was weiß ich, 5er, 6er Hebel geöffnet, dann kann ich verstehen. Ihr seid in der Nähe der Liquidation, ihr habt Angst, ihr habt Panik. Wir sind inmitten des Bullruns, meine Lieben. Inmitten des Bullruns. Also agiert bitte nicht wie ein Daytrader. Ihr seid Investoren. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst verstehen, was hier gerade passiert. Ruhe bewahren und eure Lorbeeren letztendlich einheimsen, wenn der Bullrun Top gekommen ist. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen angenehmen Tag und Crypto Heroes all night.